Warum wirken unsere Medien so, als seien sie gleichgetaktet? Warum ist Migration so ein großes Tabuthema und was dürfen wir da alles nicht sagen? Darüber möchte ich heute sprechen im Teil 2 meines Interviews mit dem Schriftsteller, den ich sehr bewundere und verehre, Uwe Tellkamp. Ich empfehle sehr, sehr seine Bücher Der Turm, ein moderner Klassiker, auch verfilmt und jetzt die Fortsetzung neu auf den Markt gekommen, Das Schweigen der Uhren. Guten Tag, Herr Tellkamp, vielen Dank. Guten Tag, Herr Reitschuster, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben aufgehört bei den Medien und da sprachen wir von etwas, was fast religiösen Charakter hat. Also ich weiß, dass ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, auch menschlich und alles, der hat dann plötzlich einmal im Gespräch mit jemandem, der mir das berichtete, erzählt, der Reitschuster ist ja auf die Seite des Bösen gewechselt. Also ich würde das umgekehrt nie sagen. Er ist völlig im System, aber mir käme nie in den Sinn zu sagen, er ist auf der Seite des Bösen. Und das ist das Bild. Also für viele von denen bin ich wirklich ein Böser geworden bin, als alter Sozialdemokrat ein Nazi, und für mich ist das ein extrem undemokratischer Prozess, der da stattfindet. Was steckt da dahinter? Ja, also ich dachte da auch eine Weile, dass das ein doch sehr deutsches Problem ist, aufgrund unserer Vergangenheit von 1933 bis 1945 und Vorgeschichte. Aber wenn man genau hinguckt, betrifft das Problem ja doch den gesamten Westen. Das kommt wie vieles auch aus den USA. Dort ist ja die Spaltung der Gesellschaft noch stärker und auch die Teilung von Medien stärker, wenngleich, sagen wir mal, die eher konservativ rechtsgerichteten Medien nach meinem Eindruck dort noch eine andere Rolle spielen als die armen Ein-Mann-Unternehmen wie Sie oder die Achse des Guten, die hier ihre Arbeit machen. Ja, woher kommt das? Diese Moralisierung. Es kommt vermutlich aus den Ereignissen, die wir hatten, also sag mal Fukushima-Energiewende, weg von den bösen Verbrennern und vom bösen Verbrennen fossiler Energien, die die Umwelt kaputt machen, hin zu den sauberen Energien der Zukunft. Dann ging das weiter, verwandelt in das Thema Flüchtlinge 2015 nach meinem Eindruck. Flüchtlinge aufzunehmen ist gut, wir sind weltoffen und tolerant. Das sind eigentlich Menschen ohne Interessen, wenn man es genauer anguckt. Damit eigentlich Zerrbilder, denn jeder Mensch hat Interessen, Vorzüge und Schwächen. Und da gut zu sein, alles aufzumachen, macht hoch die Tore und die Türen, ist prinzipiell gut. Und wer da Einwände hat oder ein Aber anbringt, der ist schon problematisch oder umstritten. Und dann gingen ja die Reaktionen noch weiter. Und das setzt sich dann mit Corona weiter fort. Lockdown ja oder nein, in welchem Ausmaß, möglichst streng. Der Nachbar soll angezeigt werden, der eben trotzdem die Party feiert. Journalisten gehen mit Kontrolleuren aus Polizei und Gesundheitsamt in Straßenbahnen und gucken, ob die Masken auch korrekt sitzen. Pflegeheime werden nicht betreten, Menschen sterben alleine. Kirche verweigerte sich weitgehend der Ausübung des Amtes, grob gesprochen. Kommt zu mir, die ihr geimpft seid und selig seid. Kommt zu mir, ihr Geimpften, und nicht etwa ihr Mühseligen und Beladenen. Und Impfen ist Pflicht oder Impfen ist solidarisch und Impfen ist gottesfürchtig oder was da alles an Sprüchen war. Das hat sich aufeinander aufgetürmt und aufgepflanzt. Und ich glaube, aus dieser Schleife kommen viele der Medien, die das betrieben haben, nicht mehr raus. Wie ist denn das für Sie persönlich, wenn ich so eine nahegehende Frage stellen darf? Sie haben ja die DDR noch bewusst erlebt, eigentlich einer der letzten Jahrgänge, und sind da jetzt heute im Alltag viele Dinge, wo Sie sich, ich rede nicht von Gleichsetzung, um Gottes Willen, ja, aber wo Sie sich sagen, hätte ich nicht geglaubt, dass ich sowas nochmal erleben muss? Ja, also in der DDR bin ich groß geworden mit den wenigen Zeitungen, die es gab. Sagen wir mal, Neues Deutschland, Junge Welt, die haben ich kaum gelesen, zwangsweise dann bei der Armee, weil es keine andere dort gab. Und dann gab es die Lokalzeitungen der, sagen wir mal, Blockparteien, CDU, Liberale und so weiter. Davon hatten wir eine. Und man hat dann schon gelernt, in diesen Zeitungen zu unterscheiden zwischen den Verlautbarungen der Offiziellen, den Bleiwüsten also, und dem, was im Lokalteil stand, wo es die wirklich interessanten Meldungen gab.
Hausfrauen aufgepasst, dort und dort diese und diese Ware vorrätig. Also die Lokalseite war der Unterschied zur Amtsseite. Und diese Zweiteilung einer Zeitung, eines Mediums, scheint mir wiederzukehren. Das ist eine ganz elementare Beobachtung, unabhängig von Inhalten, Flüchtlinge oder Energie, sondern dass ich auch jetzt hier in Dresden, um es konkret zu machen, den Eindruck habe, dass viele Menschen sich nicht mehr aus Medien informieren, sei es Fernsehen, Rundfunk oder Zeitung, Print oder auch selbst Internet auf den Online-Seiten, sondern dass sie sich in ihrem Umfeld informieren, wenn man wissen will, was wirklich vorgeht. Also bei Rettungssanitätern, bei Polizei, bei, wenn man das hat, Kripo-Beamten, also auf der Straße. Und das ist so ein Zug, den ich aus der DDR kenne. Wenn man wissen will, was los ist, was wirklich passiert im Land, informiert man sich nicht bei Medien, deren Aufgabe es eigentlich wäre, sondern im Buschfunk. Und der Buschfunk ist heute eben WhatsApp oder Telegram oder Signal oder was es da alles gibt. Da ist man natürlich auch kritisch, aber das ist eine primäre Informationsquelle geworden, weil das Misstrauen in die Medien so groß geworden ist. Und das ist deshalb groß geworden, weil viele Menschen erleben, dass ihre eigene persönliche Lebenswelt, ihr eigenes Alltagserleben mit dem, was darüber in vielen Medien zu finden ist, in keiner Weise oder kaum noch übereinstimmt. Es wird also geschrieben, Corona-Demos sind nur Nazis, Pegida und AfD und sonst was. Und Menschen, die ich kenne, die dort mitgehen, sagen, nee, das sind Kids, das ist so nicht. Die gibt es auch womöglich, die können wir nicht fernhalten. Aber dort marschiert oder eben nicht, sondern dort läuft die Mitte der Gesellschaft. Und diese mangelnde Bereitschaft, darüber fair zu berichten bei vielen Medien, auch im Öffentlich-Rechtlichen vor allem, das kann ich mir nur so erklären, dass man entweder das wirklich glaubt, was man sieht, oder dass man eben nur das sieht, was man berichtet. Und dass es also eine Frage von Scheuklappen ist und die abzulegen sehr schwer fällt. Ja, und wenn ich eben bei Demos jetzt wie in Leipzig, 22 ist nicht 89, ist so eine aktuelle, sehr kirchlich gestützte Protestaktion in Leipzig, wenn ich da sehe, ja, Demos sind schlecht, weil dort Rechte mitmarschieren und Rechte wollen natürlich die Demokratie umwälzen und sie wollen den Staat, das Staatssystem stürzen. Diese Schlussfolgerungskette ist nicht zulässig, meiner Meinung nach. Denn die Menschen, die dort demonstrieren, wollen ihren Alltag gerne führen und die haben nicht Demokratie zu schützen, sondern eher eine zu errichten, wie sie vielleicht früher mal erlebt worden ist und wie sie sie jetzt als pervertiert empfinden. Und diese Schlussfolgerungsketten sind es, die mir auffallen und die viele Menschen eben dazu bewegt, Medien, die öffentlich-rechtlich sind oder auch sogenannte Mainstream-Medien sind, nicht mehr zu konsumieren. Das ist ja auch eine alte sozialistische Methode, dass jeglicher Protest, dann sagt man immer, da sind aber Rechte dabei oder Faschisten und Nazis und umgekehrt, dass bei den anderen Protesten, dass da Linksextreme mitlaufen, das ist überhaupt kein Problem. Das sagte selbst der Das spielt frühere keine Rolle. Berliner Innensenator Geisel, da hat er kein Problem mit Linksextremen. Jetzt das, was Sie gesagt haben, das wirft dann aber die Frage auf, ist unsere Gesellschaft nicht auch zweigeteilt nach Medienkonsum? Also diejenigen, die nicht mehr den großen Medien vertrauen und denjenigen, die noch vertrauen. Und was sind die Mechanismen dahinter, weil wenn man sich jetzt eingestehen würde, dass man sich hat betrügen lassen, jahrelang, das wäre ja extrem schmerzhaft. Und von daher ist wahrscheinlich der Wunsch, das zu verdrängen und sich das schön zu denken, als ganz normale psychische, menschliche Reaktion relativ groß. Ja, das sehe ich auch so. Also, wenn wir bei den Aufteilungen sind, erscheint es mir so, dass, also gerade in Sachsen, ich will nicht sagen der Osten, aber gerade in Sachsen, die Abkehr von den klassischen Medien, also klassisch verstehe ich jetzt öffentlich-rechtliches Fernsehen, klassisch Print und klassisch Rundfunk, weitaus stärker erfolgt als als in vielen westlichen Gebieten, wenngleich das kein Ost-West-Ding ist, aber wenn wir es grob einteilen, glaube ich, ist schon was dran. Das hängt auch mit der Altersstruktur der Gesellschaft zusammen. Wir sind eine zunehmend alternde Gesellschaft und alte Menschen, oftmals vereinsamt, sind halt daran gewöhnt, dass sie ihre Heute-Journal gucken oder ihre Tagesschau gucken und dass sie ihre Informationen, viele haben ja auch keine Zeit. Also man muss ja bedenken, die meisten Menschen müssen arbeiten, müssen ihr Brot verdienen und haben keine Zeit, von Achse des Guten bis Reitschuster über Klonowski, was weiß ich, alles zu konsumieren und sich da eine differenzierte Meinung zu bilden. Die sind angewiesen auf ein paar wenige Nachrichten, wenn sie sozusagen aktuell bleiben wollen. Das spielt alles eine Rolle, aber gerade in Corona-Zeiten, so nach meiner Erfahrung aus dem Umfeld, ist es schon so, dass Menschen misstrauisch geworden sind gegenüber den Erzählungen, weil vieles nicht eingetreten ist. Also nehmen wir den Spahn, der sagte, wir sind 2021 entweder alle geimpft, wir sind gestorben oder
was war das dritte noch? Genesen. Genesen. Ja, genesen und das ist dann verstrichen und es ist nicht so gekommen. Es ist nie aufgearbeitet worden, ob der Mann einfach nur Kokolores erzählt hat und warum oder was Lauterbach jetzt macht. Das kommt, wird ja nicht wirklich kritisch untersucht und aufgearbeitet. Ne? Aber viele Leute sehen das, ziehen ihre Schlussfolgerung und kehren sich von denen, die diese Narrative, diese Erzählung verbreiten, eben ab und suchen sich andere Informationsquellen. Und da ist, wie gesagt, in den neuen Bundesländern in der früheren DDR ist das Gespür für so etwas natürlich massiv groß. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Wenn das tatsächlich so ist, wie wenn wir uns nicht irren in unserer Analyse, dann kommt ja irgendwann ein Moment oder kann kommen, wo dann viele sagen, ja, halt, ich wurde doch getäuscht. Also wo dieses Urvertrauen dann massiv verletzt wird. Und dann kann das Ganze ja lawinenartig stattfinden. Also ich sehe da auch eine große Gefahr, zum Beispiel, wenn es jetzt im Winter, wenn es wirklich zu schwierigen Zuständen kommt. Also das ist eigentlich in meinen Augen die wirkliche Gefahr für die Demokratie und nicht, dass ein paar Rechtsextreme bei einer riesigen Demo mitlaufen, die eigentlich dort niemand als solche wahrnimmt. Das sehe ich ähnlich wie Sie. Ich glaube, dass die jetzt enttäuscht sind von der klassischen oder von den klassischen Medien, Rundfunk, Fernsehen, Print und Online-Portalen von denen, dass die vermutlich im Fall des Falles toleranter sind als diejenigen, die dann wie aus dem Bad herausgestürzt werden und sich plötzlich an der eiskalten Luft wiederfinden. Dort kann das immer psychologisch gesehen schnell in Zorn und Wut umschlagen und auch in Gewalt. Das befürchte ich eben auch. Dieses Erwachen, dieses sogenannte böse Erwachen dann stattfindet. Ja, das müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Manche Medien merken es ja auch, gucken die Bild beispielsweise, gut, der Reichelt ist geschasst worden, aber haben ja doch dann versucht, zu Corona-Zeiten auch andere Stimmen zu bringen. Die Welt hat sich gedreht, nach meiner Beobachtung. Poschardt beispielsweise wesentlich kritischer als früher, andere ziehen da mit. Wie sich das bei anderen entwickelt wird, werden wir sehen. Nach meinem Eindruck ist es schon längst nicht mehr so und war vielleicht auch nie so, dass Medien nach Wahrheit gesucht haben. Ich glaube, das ist ein Ideal, was am Anfang über den Türen zum Journalismus steht, aber nicht wirklich die Rolle spielt. Sondern meine Beobachtung, Sie sind da erfahrener und kennen mehr, schreiben viele Medien für eine Klientel. Also wenn ich mir einen Tagesspiegel oder die Taz in Berlin angucke, die schreiben am Kommentariat gemessen, die schreiben deutlich für eine Klientel. Und haben dann eher Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel der Martenstein im Tagesspiegel nochmal aufschlägt, weswegen er ja dann auch gegangen worden ist von da. Ne? Und man will dann Reinheitsgebote durchsetzen und sauber sein und seine Welt sich transportieren und sie bestätigt haben. Und das fühlen sich wohl, so was noch geht. Und solange eine Wirklichkeit dieses hübsche Weltbild nicht zerschlägt. Was da noch interessant ist, zu Beginn der Corona-Krise, da war ich auch schon wieder ein Abtrünniger, weil ich sagte, nimmt das doch endlich mal ernst. Da weiß ich diese Generation in Deutschland, die nie wirklich gesellschaftlich oder politisch schwierige Zeiten erlebt habe. Ich nenne die immer die Unverletzlichen, weil sie dachten, ihnen kann nie irgendetwas passieren. Und die haben sich am Anfang lustig gemacht über Corona. Sogar als ich postete, dass in Moskau Masken getragen werden, haben die sich lustig gemacht. Und dann plötzlich eine Gefahr und dann völlig die Überreaktion in die andere Seite, also der Thilo Jung-Effekt nenne ich das, wenn Sie wissen, was ich meine, die dann also von dieser völligen Sorglosigkeit in die völlig panische Angst übergestürzt sind, von einem Extrem ins andere. Und ich fürchte, das Gleiche könnten wir erleben, wenn wir jetzt wirklich wenn die Energiekrise jetzt wirklich durchschlägt, ob das ein Blackout ist oder Versorgungsengpässe oder dass nicht mehr geheizt werden kann, dass es da wieder zu der gleichen Radikalisierung kommt von denjenigen, die uns jetzt sagen, ach, macht euch nicht in die Hose. Während die Russen, die sind, oder die Montenegriner, die sind Krisen gewohnt, also die sind krisenfest, um die mache ich mir keine Sorgen, die kommen auch ohne Strom, kommen die aus und da hat dann die Großmutter noch Gurken eingelegt oder irgendetwas. Also die können das auch mental bewältigen und in Deutschland mache ich mir da echt Sorge bei der Generation Schneeflocke vor allem, auch nicht bei meinen Eltern oder bei der älteren Generation. Ja, das wird wahrscheinlich das entscheidende psychologische Moment sein. Es erscheint mir auch so, dass es eine tief hysterisierte und tief verängstigte Gesellschaft ist. Und wie das dann so ist, geht man in die Extreme nach beiden Richtungen. Also der Ausschlag des Pendels ist dann extrem. Und es fehlt auch ein gewisser Trainingseffekt. Vielleicht stellt der sich ein, dass das Pendel ruhiger ausschlägt und man Vernunft macht, sich mal zurücklehnt. Das fehlt eben jetzt noch. Klimadebatte ist alles völlig überreizt, völlig hysterisiert und eben dann entsprechend
dieser Maßgabe dann auch mit entsprechenden Sanktionen belegt, wenn einer abweicht. Also wir sind immer noch in der Phase des Ketzertums und der Häresie, also der Abweichung. Und der Heretiker, der ist dann oftmals schnell am Scheiterhaufen dran. Und das ist eigentlich Mittelalter. Das sind feudale Mechanismen Genau. und Dinge, die wir hier sehen. Und die Demokratie, die es vielleicht mal gegeben hat, so 1995, 1990 herum oder vorher in der alten Bundesrepublik, ist schon längst nach meiner Auffassung, in eine feudal Gesellschaft moderner Art weiter verwandelt worden. Das heißt, wo Minderheiten sehr lautstark sich positionieren können, völlig unterrepräsentiert sind, was die reine Zahl betrifft, aber durch Medienmacht oder Medienverstärkung eine Macht bekommen. Ich meine, bei den Grünen reden wir de facto über eine 8%-Partei. Die haben zwar 18% bei Bundestagswahlen, aber wenn man Nichtwähler mit einbringt, haben sie ja eigentlich einen Bevölkerungsanteil, der sie wählen, von etwa 8%. Aber was mediale Maschinerie und Macht betrifft, sind sie ja eine Partei, die Bernd Zeller hat mal gesagt, wir sind zwar so von so wenigen gewählt, aber wir machen eine Ganzheitspolitik. Das betrifft, wenige wählen uns, aber alle müssen es ausbaden. Ja, und das sind Dinge, die in dieser transformierten Gesellschaft hin zu einer modernen Feudalaristokratie, auch das kommt ja wieder, aristokratische Elite-Gedanken, die eine andere Elite sind als früher, aber trotzdem eine sind. Ne? Wir sind weltoffen, wir sind bunt, wir sind die, die uns erlösen. Kommt alles wieder. Mit der Verachtung für die einfachen Leute, die ist ja ganz immens. Also da ist eine enorme Verachtung da vor dem Malermeister, vor dem Handwerker, der dann vielleicht noch in Tracht an Feiertagen herumläuft. Die werden ja zutiefst verachtet. Da ist ja sogar eine Art Ekel ist da zu spüren bei den Woken in Anführungszeichen. Ja, und auch es gibt auch ein Hochmut, ein schönes altes deutsches Wort ist Hoffart, eine Hoffart gegenüber Ängsten. Die Angst vor Weltuntergang ist gut. Und die ist vollkommen berechtigt, ohne Hinterfragen. Die Angst um die eigenen Kinder dagegen, um Überfremdung oder Vorüberfremdung, so es das gibt, aber sie existiert ja. Die Angst vor Kulturverlust der eigenen gewachsenen Kultur, der eigenen Sprache, denken wir an die Gender-Debatte. Diese Ängste sind schlecht, sie sind verächtlich, sie werden verächtlich gemacht. Und sie sind zu verlassen und sie sind nur populistisch oder sind sie nur von übel, diese Ängste. Nun kann ich aber Ängste schlecht wegreden. Das wird jeder wissen, der eine Frau kennt, die Angst vor Mäusen hat. Man kann da rational rangehen, sagen, die Maus ist so klein und du bist so groß. Trotzdem hat man Angst vor Mäusen. Und da ist die Debatte, ob das vernünftig oder nicht, führt nicht weit. Und mich widert das ehrlich gesagt einfach an, diese Unterteilung in die guten Ängste, die nicht hinterfragt werden, also Klimawandel, schmelzende Gletscher, sterbende Bienen. Angst vor patriarchalischen Strukturen. Wo bitte im Westen gibt es denn die noch? Na, die sind aber verborgen. Das bist du nur zu blind, das zu sehen. All dieses Zeug, was eher Dekadenzphänomene sind. Und die anderen Ängste vor Blackout, konkrete Ängste vor Geldentwertung, Inflation, vor Energieausfall, was die Grundlage jeden zivilen Zusammenlebens ist, kleinreden und verächtlich machen. Und das ist ein für mich schweres Vergehen. Ich wähle das bewusst, das Wort, ein schweres Vergehen der vierten Gewalt, diese Ängste zu ignorieren, sie einfach nicht vorkommen zu lassen oder wenn sie vorkommen, sie eben so zu framen, ja, das sind die Ängste des Pax oder der Rechten oder der Dunkelsachsen oder der Dunkeldeutschen oder wie das dann so heißt. Ja. Ich hatte da mein eigenes Erlebnis. Ich war mal im Vortrag in Saarbrücken, bin nachts noch in die Stadt, nachts zurück und habe dann eine Frau getroffen auf der Tankstelle, die war Köchin und sie sagte, sie fühlt sich nicht mehr sicher in ihrem Viertel, seit da ein Flüchtlingsheim eröffnet wurde und eine Freundin von ihr wurde vergewaltigt und sie sagte, sie ist mit einem Ausländer verheiratet und sie hat in ihrer Arbeit hat sie viele ausländische Kollegen, sie ist völlig offen, aber sie hat diese Ängste, sie können sich nicht vorstellen, was da für ein Shitstorm auf mich losgebrochen ist in Facebook, nachdem ich das geschildert habe. Ich war plötzlich der Nazi, ich war ein braunes Stück Exkremente und es war unfassbar, wirklich, wie massiv hier diese Reaktionen waren. Und ich kann mir es eigentlich nur psychologisch, wo ich leider kein Psychologe bin, damit erklären, dass das etwas, dass das einen wunden Punkt getroffen hat, dass offenbar diese Ängste bei diesen Menschen verdrängt sind. Und wenn etwas verdrängt ist, dann reagiert man mit extremer Aggression auf denjenigen, der dieses Verdrängte anspricht, weil ansonsten würde man gelassen reagieren und nicht so. Damit sind wir auch bei diesem Tabuthema. Also
Das sitzt ja ganz, ganz tief, dieses Tabu. Und diese hysterische Reaktion ist ja eigentlich nur damit zu erklären, dass diese Ängste auch da sind, aber massiv unterdrückt. Sonst würde man gelassen reagieren, in meinen Augen. Ja, ich glaube, dass bei diesem Thema, also Migration oder Zuwanderung, zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist die Identitätsfrage. Jeder Fremde, also ganz wertfrei, also rein als Phänomen gestellt, stellt jeder Fremde die Frage, wer man ist. Wer bist du? Wer ist der andere und wer bin ich? Und wenn das nicht mit gewissen Sicherheiten verbunden ist, wer wir sind und damit verbunden das, was wir wollen, was wir können vielleicht auch, dann erzeugt das unterschwellige Aggressionen und Gereiztheiten, weil diejenigen Menschen, die über kein stabiles Ich verfügen, offen sind, so fluide sind, da gibt es dann auch das Problem von Halt und Haltsuche danach. Der zweite Punkt mit dem Thema Migration ist die einfache Frage oder der Widerspruch zwischen der Erzählung, dass Migration immer geschieht und an sich gut sei oder ist, und der Alltagserfahrung vieler Menschen, wenn Migration unkontrolliert und in sehr kurzen Zeiträumen fast gewaltsam erfolgt, dass der Alltag unsicherer wird. Na, also ich muss mehr aufpassen, ich bin in meiner Sprache in Frage gestellt, meine Kultur wird dadurch in Frage gestellt, mein Herkommen wird in Frage gestellt, meine ganze Art und Weise, Alltag zu gestalten, wird in Frage gestellt. Unabhängig von gut oder schlecht, das ist ohne Wertung, aber es ist so und das sorgt dafür, dass Gesellschaft gereizter wird, dass die gesellschaftliche Grundspannung steigt und damit die Ruhe verloren geht. Eine gewisse Ruhe braucht aber eine Gesellschaft, um zivil miteinander zu funktionieren. Es werden elementare Dinge dadurch in Frage gestellt, nämlich zum Beispiel unser Rechtswesen. Gelten die Paragraphen dort in den Parallelgesellschaften? Wenn ja, wie? Im Zweifelsfall eher nicht. Im Zweifelsfall nach den Umfragen, die man hört, eher die Scharia als das Grundgesetz. Und wie ist das auf Dauer vereinbar mit der Art und Weise, wie wir uns seit Jahrhunderten gewöhnt haben zu leben? Und das sind natürlich Fragen, die Menschen erfahren und die aber kaum wertfrei und vor allem eben kaum sanktionsfrei in vielen Medien gestellt werden. Dann ist das unter der Oberfläche wie ein Abszess. Ich komme aus der Medizin ursprünglich. Und da bildet sich in der Stille dann so ein Eiterherd heran. Irgendwann bricht er durch oder sie kriegen Fieber. Und dann ist es mit Gewalt eben da. Und dann müssen sie irgendwann den Abszess eröffnen. Machen sie im Grunde auch, indem sie den Finger, man sagt, den Finger in Wunde legen oder einen Abszess eröffnen. Und dann kommt das raus und ist natürlich nicht schön anzuschauen. Also das sind dann die wütenden Reaktionen drauf. Und es wird ja auch, also das große Problem ist, dass die Probleme nicht angesprochen werden dürfen und dadurch kann es keine Lösung geben. Ich hatte bei meinen Vorträgen oft als Organisatoren Leute, die mit dem System der Arbeitsämter und Sozialämter zu tun hatten und die erzählten dann eben oft, also es gab dann zum Beispiel Fälle, da kam eine Familie aus Syrien und die sagten, jetzt sind wir da, jetzt wollen wir anpacken, was können wir arbeiten? Die durften nicht arbeiten, das wird ja erst verboten und die werden dann regelrecht in eine Sozialhilfeempfängermentalität hineingetrieben. Also so berichteten das die Leute von den Ämtern. Also die sind angekommen, dankbar und wir wollen anpacken. Und nach einem Jahr haben die gesehen, ja, ich bekomme jetzt mit meinen 5 Kindern so viel, ohne Qualifikation kann ich so viel gar nicht verdienen. Und das sind ja extreme Tabuthemen in Deutschland. Also wenn Sie das ansprechen, das wird massivst tabuisiert. Und diese Tabuisierung wird ja irgendwann zum Zusammenbruch des Sozialsystems dann führen. Wir sind ja jetzt schon in dieser Richtung. Gibt es da irgendeinen Ausweg aus diesem Teufelskreislauf? Ja, das ist eine Grundsatzfrage. Ich glaube, oder ein Ausweg könnte darin bestehen, kommt ja immer die Frage, was schlagen Sie denn vor? Also mein Vorschlag wäre, als politisch Laie, der ich bin, aber der versucht, die Gesellschaft so gut wie möglich zu beobachten, eine Rückkehr zu gewissen vor 2015 Gepflogenheiten. Und dazu gehört, dass wir unsere Grenzen schützen, dass wir sie bewachen, dass wir uns überlegen, wir sind ein alterndes Gesellschaftssystem, wir brauchen also Zuwanderung. Zuwanderung ist ja weder per se gut noch per se schlecht, aber wir brauchen eine Zuwanderung, die gesteuert ist. Also sagen wir australisches, kanadisches Modell. Wir sollen uns schon aussuchen dürfen, wer zu uns kommt. Und keine Frage ist, sage ich, glaube, da sind wir uns völlig einig, dass diejenigen, die Asyl nach den Gesetzen verdienen, das auch bekommen. Das ist klar, dafür ist es ja geschaffen. Aber wir sollten uns darüber frei unterhalten und austauschen dürfen, was mit Migration geschieht. Das haben Sie ja angesprochen, einer, der in Griechenland europäischen Boden betritt. Warum kommt der nach Deutschland?
Natürlich ist er rational. Hier sind die Bedingungen besser. Vielleicht nicht nur um in Sozialsysteme reinzugehen, sondern einfach um sein Leben zu gestalten. Ganz elementar. Ne? Ein solcher Migrant verhält sich ja vollkommen rational. Dem wird es in Jugoslawien, vor früheren Jugoslawien schlechter gehen, was das betrifft, als Deutschland. Auch Zukunftschancen. Aber trotzdem ist es das Recht eines Landes und einer Nation, die wir sind, diese Zuwanderung zu steuern. Und zwar aus der Überlegung, einer humanen Überlegung heraus, nämlich der, ob die eigene Kultur, auch das eigene Volk durchaus, zu dem viele gehören können. Ich will das nicht völkisch verstanden wissen, den Begriff. Aber ob dieses Volk in der Lage ist, es ohne gesellschaftliche Brüche und vor allem Gewalt zu verdauen, was da passiert. Und dazu gehört für mich eben eine gesicherte Grenze, eine Verständigung innergesellschaftlich darüber, was Flucht ist, was Migration ist und was sie bedeutet, bis hin zu Gestaltungen in der kommunalen Ebene, Zuweisungen von Flüchtlingen nach Schlüssel, das haben wir ja zum Teil schon. Und dass man vor allem ehrlich darüber debattiert, dass Flüchtlingsproblematik nicht damit getan ist, ein Flüchtlingsheim zu bauen und dort die Menschen zu behausen und zu beköstigen und zu bekleiden, sondern wie ist das mit dem Arbeitsmarkt, wie sehen Qualifikationen aus, wie stellen wir uns Unterricht vor in den Kindern, wie soll das passieren? Und vor allem, und das ist die Grundfrage, weswegen es so heiß ist, wie gehen wir mit Leitkultur um? Das wollte ich gerade noch ansprechen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe ja lange in Russland gelebt, ich lebe jetzt in Montenegro und mir kam nie in den Sinn, dass ich dann den Anspruch habe, dass ich hier meine Vorstellungen durchsetze. Und ich weiß das von den Russen und auch von den Montenegrinern, die würden sich das nicht gefallen lassen. Hier in Montenegro war jetzt ein großer Skandal. Ein Ukrainer hat einem Montenegriner aus dem Auto den Mittelfinger gezeigt. Der hat darüber geschrieben und ganz Montenegro war sozusagen entsetzt. Die sagen, wir geben euch ja gerne Asyl, wir helfen euch. Aber ihr könnt euch im Gastland so nicht aufführen. Und ich halte das für eine sehr gesunde und normale Reaktion. So etwas wäre ja in Deutschland völlig undenkbar. Und ich glaube, die meisten Menschen, die hierher kommen nach Deutschland, die wären auch bereit, sich da zu orientieren. Aber es gibt so eine lautstarke Minderheit, die dann umgekehrt versucht, uns die eigenen Besonderheiten aufzudrängen. Und wir sind da offenbar extrem empfänglich, wenn dann in Schulen die Kinder gemahnt werden, sie sollen keine kurzen Röcke oder keine anzügliche Kleidung in Anführungszeichen aufsetzen. Also ich mache da nicht die Zuwanderer verantwortlich, außer die paar Lautstarken, sondern uns selber. Ich finde, da ist irgend, also es wäre in Russland oder in Montenegro undenkbar. Was läuft da falsch? Haben wir keine eigene Identität? Schämen wir uns unserer Identität? Oder das wäre auch in Amerika undenkbar, denke ich, oder in Kanada, in Australien, in Frankreich. Ja, die zwei Stichwörter wären Geschichtsscham, Stichwort Nationalsozialismus und Sündenstolz. Und beides sind ja theologische Begriffe. Sünde und Scham, das ist alles theologisch behaftet. Und hier kommt wieder diese schon besprochene Erlösungssehnsucht durch. Wir wollen endlich, also was heißt wir, diejenigen, die das favorisieren, ich stimme Ihnen da völlig zu, das kommt eher aus dieser Gesellschaft her. Und ich kenne auch hier in Dresden pakistanische Zuwanderer, türkische Zuwanderer, die da ganz den Kopf schütteln, was hier passiert und das selbst nicht Genau, verstehen. kenne ich eben auch, genau. So. Und die sagen, also ihr schafft euch selbst ab, Sarrazin. Deutschland schafft sich ab. Das kommt eher aus der Gesellschaft heraus. Und das erscheint mir zutiefst gestört. Das hat fast psychopathologische Züge, weil das nirgendwo gemacht wird. Das ist ja auch ist ja auch ungewöhnlich. Man kann ja mal diesen Menschen einen einfachen Vorschlag machen, nämlich den: Ihr habt ein Haus, ihr öffnet das und habt einen Gast. Der Gast bringt dann noch 10 andere mit und den beherbergt und beköstigt ihr einen Tag. Das ist Gastfreundschaft. Ihr beköstigt eine Woche, das ist immer noch Gastfreundschaft. Dann aber fangen die an, das Haus nach ihren Vorstellungen umzuwandeln, Fenster zu machen, wie sie wollen, sich bei deinem Konto zu bedienen, zu bestimmen, wie du dich kleidest und wie deine Familie dich kleidet. Und da möchte ich diese Heuchler, diese nämlich in Wahrheit sind, mal sehen, wie sie sich dann verhalten. Und darauf läuft es aber letzten Endes hinaus. Und ich finde es beschämend und auch widerwärtig, wie mit diesen simplen Tatsachen von Leben, die jeder erwachsene Mensch kennt, umgegangen wird in den Medien, wie das dann weggeframed oder in die böse Ecke geschoben wird. Das ist nicht böse, sondern das ist menschlich. Auch da gehört, auch das, der Begriff Menschlichkeit ist mir zu einseitig in eine bestimmte Richtung verändert worden. Menschlichkeit umfasst aber viel mehr als das.
Und das sind ja dann diejenigen, die immer für Offenheit, Toleranz und Buntheit sind, aber nur denjenigen gegenüber, die ihrer Meinung sind. Also es ist eigentlich, ich bin oft neidisch oder beneide die Psychologen, weil als Journalist ist man mit den Erklärungen überfordert. Man müsste eigentlich Psychologie studiert haben, um das Ganze zu erklären, was hier passiert in unserer Gesellschaft, aber auch in Amerika, glaube ich. Also in den frankophonen Ländern weiß ich nicht, ob es da so stark ist, ob die dem so stark sich ausgesetzt haben. Ja, schon. Also was in Banlieues passiert, das kriegt man ja neuerdings schon mit über gewisse Frankreich-Korrespondentinnen gewisser Zeitungen. Und da wird das schon mal thematisiert, dass es dort eben Probleme gibt. Macron hat das ja auch mehrfach geäußert. In den USA sehe ich die mediale Situation einfach noch anders, weil, sagen wir mal, der woke globalistische Einfluss speziell der Demokraten in der Ostküste, dort wo die New York Times sitzt, ausgeprägt ist und in Kalifornien, wo Hollywood als Traumindustrie sitzt. Aber der riesige Rust Belt dazwischen, was ja das riesige Amerika ist, wo Trump seine Wähler vorwiegend gewonnen hat, kommt ja medial kaum vor. Oder wenn, dann wird sich drüber lustig gemacht oder es wird herabgewürdigt oder wie bei Relotius im Spiegel wird einfach nur Käse drüber berichtet. Und in Europa haben wir diese riesigen Podcast, sagen wir mal, von Rod Dreher, der ein Evangelikaler offenbar ist. Solche gibt es ja hier gar nicht, solche Formate. Aber die Probleme haben wir ja ähnlich auch. Ne? Und diese Moralisierung, was gut und was böse ist und was moralisch einwandfrei ist und was menschlich ist. Die einen sagen, menschlich ist, alle aufzunehmen. Ich sage, ja, das ist vordergründig so, aber zum Menschlichen gehört auch dazu, an die zu denken, die das leisten müssen. Und das ist eben diese einseitige und verkürzte Sicht. Diese Medien werfen Ihnen oder mir immer Undifferenziertheit vor oder ein einseitiges Weltbild und merken aber oftmals nie, dass sie meistens, wenn sie das reden, nur in den Spiegel gucken. Aber es ist doch in vielen Fällen auch dumm. Also ich werde das nie begreifen. Ich habe es auch in der Bundespressekonferenz angesprochen, aber es ist völlig sinnlos, dass man sich da massivst wehrt, auch die Kollegen völlig entsetzt, dass man Straftäter nicht nach Afghanistan abschieben darf, verurteilte Straftäter, weil das unzumutbar ist. In Afghanistan leben Millionen Kinder, Millionen Alte, Millionen Frauen. Selbst aus dieser Logik heraus, dann schiebt den Straftäter ab und bringt 5 Frauen hierher, bringt 5 Waisen hierher oder 5 Alte. Also es ist einfach nur bizarr. Es ist wirklich, also es ist eine Beleidigung der Intelligenz von jemandem, der noch reflektiert. Das Gleiche, ich weiß das ja, ich viel auch in solchen Ländern war, dass diejenigen, die es schaffen zu migrieren, da muss man ja Geld zahlen. Das sind in sehr vielen Fällen sind das diejenigen, die es dort schon nicht schlecht haben. Und wenn man wirklich helfen wollte, müsste man schauen, dass man die Schwachen von dort nimmt, Waisen, alte Kinder. Und es passiert ja genau das Gegenteil. Das sieht man ja. Das sind hauptsächlich junge Männer und die konnten es sich dort eben leisten. Also die konnten mehr verdienen als andere und konnten das schaffen. Und wir helfen den Falschen von daher. Aber darüber, und das hat wirklich was von religiösem Eifer, von religiösem Fanatismus, darüber darf man ja nicht sprechen. Also wenn man sowas anspricht, wie ich jetzt gerade, das ist ja böse Rechtsnazi. Ja, da kriegen Sie schon auf Facebook oder Twitter die entsprechenden Hashtags verpasst. Also wie gesagt, man darf über alles reden, aber die Frage ist, ob man das sollte, wenn man bei Verstand ist oder wenn man gewisse Sanktionen fürchtet. Das ist der Unterschied. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, die sich als Demokraten bezeichnen, haben in Wahrheit genug von der Demokratie. Das meine ich so. Demokratie ist ein schwieriger Aushandelsprozess, ist immer differenziert, immer in Graustufen. Es dauert lange, die Mühlen mahlen sehr, sehr langsam und immer gibt es die Abstufungen dazwischen. Und irgendwann hat man davon genug, man will, dass endlich was passiert. Genau. Und das geht dann in das Weltbild von Schwarz und Weiß. Und Schwarz und Weiß unterteilt die Welt ganz grob, sagt, Flüchtlinge sind alle gut, die haben keine Interessen, die sind alle wunderbar, sie machen unser Leben reicher, bunter, vielfältiger, wie die Schlagworte dann alle heißen. Und dass das alles ein sehr differenzierter Prozess ist, dass es viele Flüchtlingsströme, viele Gründe gibt, viele Falschheiten, viele Heucheleien, dass Carola Rakete oder wie die ganzen zum Teil von Kirche auch finanzierten Schiffe im Mittelmeer lauten, dass die zum Teil auch an Bohrplattformen andocken, dass es da Kommunikation gibt, wer welches Schlauchboot wo abholt. Alle diese schwierigen Fragen, wo es eben dann nicht ins Gutmenschliche, ins welterlösende Rosa-Rot-Bild reingeht, werden außer eben in vielen alternativen Medien eben gerne ausgeblendet. Und das scheint mir ist eine Unlust an demokratischen Prozessen, gerade bei denen, die immer Demokratie im Munde führen. Und die sich in Wahrheit eigentlich so verhalten, wie es Undemokraten tun. Die ausgrenzen bis da hinaus, die keine Lust mehr haben auf Debatten, die auf Facebook die Leute eben einfach, wie es heißt, entfreunden.
die dafür sind, dass denen zu Leibe gerückt werden muss mit Kontenkündigungen wie bei Ihnen, wo dann Programme gegen Rechts und Böse, was weiß ich, aufgelegt werden von NGOs wie der Amadeo Antonio Stiftung, die wir alle kennen, diese ganzen Non-Government-Organisationen, die mit riesigen Geldmengen gepampert werden und eigentlich nur dazu dienen, eine bestimmte Sicht auf Welt durchzusetzen. Ja. Dann doch noch eine vorletzte Frage vor meiner letzten Frage, und die wird sein, ob es ein positives Szenario gibt, wie wir da rauskommen, um die Menschen nicht so pessimistisch zu entlassen. Die vorletzte Frage ist dann das, was Sie angesprochen haben. Es gibt Psychologen und auch Soziologen, die sagen, wir haben eine massive Infantilisierung unserer Gesellschaft, auch mit Schwarz-Weiß-Denken, zum einen durch die Verblödung im Bildungssystem, zum anderen durch psychologische Probleme mit Frühbetreuung, Frühentfremdung und dergleichen. Also, dass die Menschen oder dass immer mehr Menschen in einer infantilen Denkweise, die nur noch Schwarz-Weiß, Gut und Böse, Wumms, Doppelwumms, sieht man ja auch in der Sprache, kennt. Also, ich würde das nicht von der Hand weisen. Ich sehe hier tatsächlich eine Gefahr, dass wir also wirklich infantilisiert werden oder Idiocracy, wenn man das jetzt böse nimmt, also Idiokratie. Ja, ja, das kommt vermutlich auch aus den Propaganda-Abteilungen oder den PR-Abteilungen der Parteien, die einfach, und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, die merken, was in einer Wahlkampfrede zieht. Ne? Also Merkel hat ja dieses infantile Gewäsch gepflegt. Und wahrscheinlich aus der Erkenntnis heraus, dass sie damit Wähler gewinnt, mit einfachen Botschaften. Du musst das Kind im Wähler ansprechen. Wie heißt ein Bestseller-Titel? Das Kind in dir muss Heimat finden. Und wie das Zeug alles heißt. Und das ist im tiefsten die Sehnsucht nach Betreuung, nach der guten Mutti, die die Hand auflegt, nach Biedermeier eigentlich. Und da, also wir wollen eigentlich, also diese Leute wollen in Ruhe gelassen werden, in Wahrheit von den großen Stürmen und Konflikten der Zeit, die sie aber mit ihrem Verhalten auch selbst mit heraufbeschwören. Das ist das Problem, und diese Infantilisierung, die ist so. Das Bildungssystem schlägt nun durch mit dem Gendern, was von oben verordnet wird, wovon ich ein entschiedener Gegner bin und mich nur wundere, dass es gibt ja ein paar kritische Stimmen dagegen, auch aus der eigenen Branche von Schriftstellern, Künstlern, aber für mich viel zu wenig. Ich meine, das ist unser Instrument und das wird von oben herab zerstört. Die meisten sind dagegen, aber das kümmert ja die Leute nicht, sondern es wird ja durchgesetzt. Und diese Kindergartenprogramme, das geht ja bis in Kultur hinein. Da gibt es Broschüren von einer Blödheit, um es mal deutlich zu sagen, die auf keine Kuhhaut gehen. Die hebe ich mir dann immer auf, weil ich mir selber misstraue, ob das wirklich stimmt. Weil man ist in einem üblen Film gelandet und man muss das als Beweisstück aufheben. Und das mache ich zum Teil auch damit. Ja, das setzt sich fort. Was ist eine Möglichkeit dagegen? Ja, Sie haben freundlicherweise den Turm erwähnt. Das scheint mir auch eine Parallele zu sein in diese Zeit, in diese späte DDR. Meine Bildung war weitgehend abseits von Schule. Ich hatte das Glück, eine Art von Mentoren mit meinen Eltern, mit meinen Onkeln gehabt zu haben. Und dann wird Schule privatisiert. Also das, was an Bildung für Kinder erfolgt, findet dann im Privaten statt. Und wer das nicht kann, weil er keine Zeit hat, dann bilden sich eben kleine Kreise, wo das gemacht wird. Dann haben wir die Lehrer eben abseits von der Schule und dann können die ihr wokes Gewäsch dort ablassen in der Schule, wie sie wollen. Die Kinder merken das, ob das stimmt, und sie bilden sich wie in Russland, wie in der Sowjetunion, wo es möglich ist, zu Hause. Und das geht, und die Widerstandskraft aus solchen Zeiten ist stark und sie wird auch kommen. Das haben die Polen erlebt im Widerstand, im Untergrund. Das gab es in der Sowjetunion mit den heimlichen Zirkeln, mit Samizdat. Das sind natürlich wenige und das sind Tropfen auf dem heißen Stein, aber es geht und das kann man machen, und ich glaube, das kommt wieder. Das wird wiederkommen, diese private Bildung, und ich glaube, das ist noch nicht mal schlecht für viele Kinder. Und ich glaube auch, dass dieses Ankämpfen gegen die Realität, das zeigt die Geschichte, es kann auf Dauer nicht gut gehen. Die Frage ist für mich nur, wie viel Schaden wird angerichtet, bevor dann doch noch die Wende in Anführungszeichen kommt. Also wie schlecht muss es erst werden, damit die Menschen sich wehren? Ja, das fragt im Grunde nach Vernunft. Da hatte ich gestern ein interessantes Gespräch bei meinen Eltern, mit meinen Eltern drüber. Wenn die Grünen merken, die ja über ihre Erzählung, über ihre Agenda in Wahrheit regieren. Ja, also die SPD, Scholz macht ja im weitesten Sinne auch grüne Politik. Wenn sie merken, dass die Realität ihre Erzählungen nicht am Leben lässt, sondern kaputt macht, wird sich die Ideologie verstärken, um diese Realität zu unterdrücken oder wegzuschreiben. Das ist sozusagen die Erzählung Sowjetunion und DDR.
wo die Kommunisten spätestens nach den Aufständen 53, 56 in Ungarn, 68 in der Tschechoslowakei gemerkt haben, das funktioniert so nie, aber dann wird halt unterdrückt. Wir machen es trotzdem, wieder allen wieder besseres Wissen. Oder wird die Realität derartig stark werden und damit auch die Angst, dass Grüne nicht mehr hochgeschrieben werden in Medien, das kann ich mir auch vorstellen, vielleicht ist es weniger wahrscheinlich. Oder eine Partei, vielleicht eine existierende oder eine, die sich noch gründet, wissen wir nicht, wird in der Lage sein, Gegenerzählungen zu installieren, mächtiger sind als die. Das ist sehr unwahrscheinlich und Zukunftsgedanke, aber es ist nicht unmöglich. Wenn Realität die Wunschträume zerbricht, ist alles möglich, vom ganz Schlimmen bis hin zu Wundern, im guten Sinne. Das weiß, wissen wir nicht, wir haben keine Kristallkugel. Wir können nur unser Teil dazu beitragen, Sie mit Ihrem Podcast und ich mit meiner Arbeit, dass es möglichst gut abläuft. Mehr können wir persönlich vielleicht nicht machen. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Und wenn Sie noch mehr von Herrn Telkamp lesen möchten, wenn Sie diesen intellektuellen Austausch fortsetzen wollen, dann empfehle ich Ihnen wirklich wärmstens, das ist eine ganz dringende Empfehlung, seine Bücher zu lesen. Der Turm, große Literatur, einer der großen deutschen Romane, ist ja auch verfilmt worden und auf der gleichen Ebene der teilweise Fortsetzungsroman. Ich weiß, das ist gefährlich, ihn einzuordnen oder ist eigentlich unmöglich. Das Schweigen der Uhren. Beide Bücher sind im Suhrkamp Verlag erschienen und ich lege sie Ihnen wirklich sehr ans Herzen. Und Herr Telkamp hat ja auch schon erzählt, dass man andere bildet, weil das staatliche Schulsystem so schlecht geworden ist oder früher auch in der DDR war, und deshalb wunderbares Weihnachtsgeschenk, der Turm oder das Schweigen der Uhren. Das Fest steht vor der Tür und ich glaube, wenn man so etwas schenkt, da verschenkt man wirklich Bildung. Das ist keine Werbeeinlage, ich bekomme dafür keinen Cent, sondern es ist mir einfach ein Herzensanliegen, weil ich finde, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges und weil ich meinen Hut ziehe vor der Arbeit von Herrn Telkamp und vor seinem enormen Mut. Er wird ja massiv ausgegrenzt und angefeindet. Und ich denke, das ist wirklicher Mut. Also meine Hochachtung, Herr Telkamp. Herr Reitschuster, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort wegen der Opfererzählung jetzt. Ich glaube, weder Sie noch ich sehen uns als Opfer. Also ich bin keins. Die Alternative wäre, dass ich im Kulturbetrieb eine Art von Funktionär werden Dann wären würde. wir Opfer. Dann wären wir wirklich Opfer. Ganz, ganz Also. wichtig, so sehe ich das auch. Also ich war noch nie so ausgeglichen und glücklich wie bei meiner jetzigen Arbeit. Ich bin auch überhaupt nicht mehr krank. Also ich war früher, als ich dann beim Fokus war am Schluss oder als die versuchten, da Druck zu machen, das hat einem richtig zugesetzt und ständig erkältet und alles. Und jetzt offenbar hält das auch das Immunsystem auf Trab, wenn man mit sich selber im Einklang sein kann. Und ist eigentlich ein Luxus, den wir haben, muss man ganz klar sagen, dass wir uns das erlauben können. Und ich sehe es, ich glaube, wir haben auch beide eine gewisse Lebensfreude, die ich bei manchen der Kollegen nicht sehe. In dem Sinne, machen wir weiter und bleiben wir fest. Vielen, vielen herzlichen Dank und vielen, vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, machen Sie eine Benachrichtigung über die Glocke unten und unterstützen Sie. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns so. Hi, Schuster, die.